Hallo zum nächsten Teil unserer Reihe. Wir haben im letzten Video ein paar grundlegende Klassen angelegt, die uns helfen werden, die Kontrolle über unser Flugzeug zu übernehmen. Und heute wollen wir tatsächlich mal die Bewegung als solches realisieren. Und zwar, dazu öffnen wir jetzt unsere Plane Basic Control Klasse. Hier müssen wir jetzt ein paar Variablen einbauen. Und zwar zum einen, wir beginnen mal mit dem Pitch. Also Private Pitch Value ist gleich 0. Dieses, halt, das ist ein Float. Das soll jetzt im Prinzip die Geschwindigkeit des Nickens darstellen. Ja, das heißt, wir werden dann später jetzt in einer Klasse oder in einer Methode diesen Wert hochdrehen und dementsprechend wird dann das Flugzeug anfangen, sich zu drehen. Und erst wenn wir das Ganze wieder zu Null zurückführen, wird das Flugzeug aufhören, sich zu drehen. Also das ist nicht der Winkel des Flugzeugs, sondern die Dreh- oder die Nickgeschwindigkeit. Dann brauchen wir noch ein paar Variablen, die uns bei der Kontrolle helfen. Und zwar die Steuerung werden wir erstmal über das Keyboard übernehmen. Und da brauchen wir jetzt ein paar boolsche Variablen. Und zwar haben wir hier erstmal Private Boolean und das Ganze wird Do Pitch Up ist gleich False und Private Boolean Do Pitch Down ist gleich False. Diese beiden Variablen werden jetzt über unser Keyboard gesetzt und rückgesetzt. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier Getter und Setter. Public void set pitch up. Das ist Boolean value. Das ist do pitch up ist gleich value. Und das Ganze machen wir auch mit pitch down. Also down, down. So. Jetzt haben wir unsere Getter und Setter und können jetzt in die Main-Methode hineingehen und in die On-Action-Methode. Wir haben jetzt hier ja beim letzten Mal unsere On-Action-Variablen respektive unsere On-Action-Kontrolle eingebaut. Diese Kontrollausgabe brauchen wir nicht mehr. Und jetzt sehen wir hier if name equals key mapping move plane pitch down. Das ist jetzt genau die Situation, wo wir unsere Variable setzen wollen, die wir gerade in dieser Plane Basic Control Klasse reingebaut haben. Das heißt, ich möchte jetzt diese beiden Methoden aufrufen. So, schauen wir jetzt nochmal. Wir brauchen jetzt Zugriff zu unserem Basic Control. Was wir haben, ist this my plane und in my plane gibt es die Plane Node. Das ist die eigentliche Node, die dann von diesem Custom Control genutzt wird. Was holen wir uns? Get Control und welches Control wollen wir da? Es können ja mehrere sein und hier wollen wir Plane Basic Control Punkt Class. So, das wollen wir uns holen und das wollen wir mit einer Methode belegen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Typecast machen. Plain Basic Control, Typecast, Klammer rundrum und jetzt ist sozusagen dieses Element geholt und wir können jetzt direkt auf die Methoden zugreifen. Pitch down, pitch up, da sind sie. Das heißt, wir gehen Pitch Down und holen uns jetzt das Value is pressed rein. Dieses Value setzen wir jetzt. Das heißt, sobald ich über das Keyboard
ein Trigger auslöse, wird dieser Trigger hier reingesetzt. Es wird über Name dieses Binding abgefragt. Schauen wir nochmal kurz rein. Key Mapping. Hier mal Pitch Down. Das ist das Binding. Und das läuft über den Schlüssel, über den Key E, sprich über die Tastatureingabe des Is. Das wird gedrückt. Wir kommen in die OnAction-Methode rein. Hier wird der Binding-Name übergeben, ist pressed und dann für spätere Funktionalitäten oder wenn man es denn brauchen, wird noch die Time per Frame übergeben. So, das wäre so viel dazu. Jetzt machen wir hier noch das gleiche für Pitch Up. So. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, sozusagen über unsere OnAction-Methode in den Basic Control einzugreifen und können jetzt an der Stelle mit dieser Information weiterarbeiten. Das heißt, Pitch Up und Pitch Down sind jeweils auf True, wenn ich die Taste drücke und wenn ich sie loslasse, werden sie wieder auf False gesetzt. Jetzt müssen wir die Informationen auch wirklich verarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt uns eine Methode schreiben, die unser Flugzeug tatsächlich dreht. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine Methode, die sich darum kümmert, das Flugzeug auch tatsächlich zu nicken. Also public void pitch plane float delta float tpf. Diese Methode soll sich jetzt genau darum kümmern, dass wir dieses Flugzeug nicken können. Und das heißt, wir brauchen jetzt sozusagen die Möglichkeit, unseren Pitch-Wert, also unseren Nick-Wert, den Geschwindigkeitswert, dieses Pitch-Value zu manipulieren. Grundsätzlich, wenn wir dieses Ding jetzt machen brauchen, müssen wir ein paar Eingangsvoraussetzungen prüfen, wann dieses Flugzeug überhaupt nicken darf. Und zwar werden wir uns jetzt eine Variable definieren, die sagt public boolean plane on ground ist gleich false. Das werden wir dann später nochmal uns drum kümmern. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Information, ist denn unser Flugzeug am Boden? Wenn es am Boden ist, dann dürfen wir nicht nicken. Weil wenn der Flieger steht, dann kann ich ihn nicht um die Achse in irgendeiner Form drehen. Das funktioniert nicht. Das Einzige ist Gieren, weil ich auf dem Rollfeld eben links-rechts steuern kann. Aber in den anderen beiden Raumachsen kann ich das Ding nicht steuern. Das heißt, er darf nicht Plane on ground, das darf nicht der Fall sein. Wenn ich aber eine gewisse Geschwindigkeit habe, das heißt, wir brauchen jetzt noch die Geschwindigkeit, public float speed, damit wir uns später etwas genauer auskennen werden, nennen wir das Ding nicht einfach nur speed, sondern speed in z. Z deswegen, weil wir bei JMonkey Engine die Y-Achse als die Höhenachse ansehen, Z in die Richtung, die wir gucken, und XY links, rechts. So, Speed in Z. Und jetzt wollen wir die Abhebegeschwindigkeit haben. Das heißt, wenn this Speed in Z ist größer als ein bestimmter Wert. Dieser bestimmte Wert ist jetzt sozusagen die Abhebegeschwindigkeit meines Flugzeugs. Flugzeugbehavior haben wir aber hier, das Plane Behavior. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Konstante, public static final float. Und das Ganze soll jetzt sein unser Stop Pitch Speed, nennen wir das Ganze. Und das ist gleich, was nehmen wir da? Nehmen wir mal 20. So,
Das heißt, wir haben jetzt ein Array, ein Float Array angelegt. Das haben wir Stop Pitch Speed genannt. Dieses Array hat momentan nur einen Eintrag, weil wir uns nur um das Small Plane kümmern. Wenn wir jetzt ein größeres oder ein anderes Flugzeug bauen wollen, müssen wir hier entsprechend einen neuen Eintrag einsetzen. So, das heißt jetzt hier, Speed muss größer sein als Plane Behavior. Behavior Stop Pitch Speed. Dieses Behavior werde ich irgendwann nochmal korrekt schreiben. Das nervt mich gerade. Egal. So, jetzt haben wir this Plane Behavior. Das war die Variable, die wir im vorausgegangenen Video entsprechend festgesetzt haben. Und jetzt greifen wir momentan natürlich nur auf diesen Small Plane zu. Wenn wir aber später andere Flugzeuge einbauen wollen, dann können wir hier auch die anderen Flugzeuge entsprechend wählen. So. Jetzt if Delta ist größer als 0. Also wir wollen das Ganze wirklich nur dann steuern, wenn auch wirklich ein sinnvoller Impuls kommt. Das werden wir später auch für den Joystick brauchen. Also wenn das Delta größer 0 ist und zugleich das Pitch Value ist kleiner als das Delta. So, das heißt, ich begrenze jetzt hier meinen Wert. Also dieses Pitch Value darf nicht größer werden wie die Vorgabe, die ich hier habe. Jetzt könnte ich Folgendes tun. Ich könnte einfach das Pitch Value auf Delta setzen und gar nicht anderweitig durchführen. Das ist aber ein Problem, weil ich möchte nicht, dass sich das Flugzeug ruckartig bewegt, sondern eben langsam in diese Nickbewegung hinein bewegt. Und dementsprechend werde ich ihn nicht gleichsetzen, mein Pitch Value, sondern ich werde sagen, Pitch Value plus ist gleich TPF, das heißt mein Time per Frame, mal und jetzt einen Art Beschleunigungswert. Gehen wir wieder in Plane Behavior, wir brauchen einen neuen Wert. Public Static Final Float und das nennen wir jetzt Pitch Increase Speed. Und den setze ich jetzt einfach mal auf 1F um. Eventuell, hier machen wir auch mal ein F, das ist sauberer. So. Final Float. So. Speichern wir hier auch ab. Jetzt gehen wir hier in den Basic Control und sagen mal Plane Behavior. So. Hey, ja, jetzt ist es aber der Wurm drin. Ne? So, Pitch Increase Speed und das Ganze von this Plane Behavior. So, das heißt jetzt, ich erhöhe sozusagen mein Wert entsprechend dieses Increase Speed Values. Was passiert, wenn mein Delta negativ ist, also wenn ich in die andere Richtung pitchen möchte, dann muss ich den ganzen Kram wiederholen. Muss aber sagen, if Delta ist kleiner 0, Pitch Value muss jetzt größer als mein Delta sein und dann erniedrige ich diesen Wert. So, das heißt, was jetzt passiert ist, ich erhöhe zyklisch diesen Pitch Value, bis mein Pitch Value kleiner als das Delta ist. So, als nächstes kümmern wir uns darum, dass unser Flieger tatsächlich gedreht wird. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt in der Update Loop schauen, dass wir unsere Bewegung tatsächlich auf dieses Spatial übertragen. Das Ganze machen wir folgendermaßen. Wir gehen in die Methode, wo sind wir? Control Update. Da ist momentan noch nichts drin und das müssen wir jetzt ändern. Ich gehe jetzt hier erstmal rein und sage, if Spatial ist ungleich null
für den Fall, dass wir hier in irgendwelche Race Conditions kommen, prüfe ich erstmal, ob dieses Spatial tatsächlich schon da ist und dann hier all manipulation will be done here. Und zwar if this do pitch down, dann möchte ich mein Flugzeug tatsächlich auch in den Pitch rein bewegen. Das heißt, this pitch plane, so, TPF. Jetzt brauchen wir irgendeinen Wert, um den wir pitchen. Wenn wir den Joystick nehmen, dann wird dieser Wert direkt aus dem Joystick rausgenommen. Das heißt, je stärker ich mein Joystick rüberdrehe, umso stärker und schneller wird der in den Pitch gehen. Übers Keyboard haben wir diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir sagen public static final float wieder und sagen pitch Delta Keyboard ist gleich, und da legen wir jetzt auch irgendeinen Wert rein, nehmen wir auch mal 1F. So, das heißt, jetzt habe ich hier mir ein weiteres Verhalten meines Flugzeugs festgelegt und ich sage, wenn ich in den Pitch gehe, dann sage ich Plane Behavior und zwar Pitch Delta Keyboard von this Plane Behavior. So. Dann kann ich noch sagen else if Pitch Up. Wenn ich in die andere Richtung eben meine Bewegung durchführen möchte, das heißt bei Pitch Up, das müsste die positive sein und das die negative Richtung. So, also gehen wir es nochmal durch über das Keyboard. Drücke ich jetzt Pitch Up oder Pitch Down, dann wird diese boolsche Variable auf 1 oder 0, auf True oder False gesetzt. Wenn sie auf True gesetzt wird, geht er hier in diese Methode rein, kippt mein oder nickt mein Flugzeug, und jetzt muss ich das Ganze noch in die tatsächliche in das Spatial einbauen. Das heißt, ich brauche jetzt eine weitere Methode, die nennen wir was kann man denn das nennen? Roll Plane Axis. Das ist für sämtliche Kipp-Funktionen, also Float TPF, den brauchen wir hier. Und sagen jetzt Pitch Value plus ist gleich und Pitch Value mal Plane Behavior Punkt. So, jetzt haben wir folgende Situation. Ich drücke hier noch ein Minus, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich habe eine Funktionalität geschaffen, dass wenn ich meine Taste drücke, wird das Flugzeug sich nicken in einer gewissen Geschwindigkeit. Wenn ich die Taste jetzt loslasse, wird es weiter im Nicken bleiben. Das heißt, es wird sich die ganze Zeit drehen. Das, was ich jetzt brauche, ist so eine Art Rückstellkraft, die mir meine Nickbewegung wieder zurücksetzt. Das heißt, ich muss Pitch Value, beziehungsweise das kann ich hier mit nicht plus minus minus, da ziehe ich jetzt was ab, und zwar das Pitch Value, das ich momentan habe, mal diesen Rückstellfaktor. Diesen Rückstellfaktor ist auch ein Plane Behavior, also public static final float, und das nenne ich jetzt turn reset speed, und das ist bei mir jetzt auch einfach mal 1f. Wir werden später die Werte noch anpassen müssen. Aber jetzt sagen wir Behavior Turn Reset Speed from this Plane Behavior. Da sind wir. Und mal TPF. Also, diese Zeile ist jetzt einzig und allein dazu da, dass wenn sich das Flugzeug gerade in einer Nickbewegung befindet, dass sie
eine Art Rückstellkraft erfährt, die dieses Nicken wieder abbricht. Das heißt, sobald ich aufhöre zu nicken, wird eben das Flugzeug tatsächlich auch wieder sich zurückstellen oder diesen Drehvorgang abbrechen. Und jetzt sage ich einfach Spatial Rotate. Und da will ich jetzt keinen Quaternion haben, sondern Pitch Value mal TPF. Das ist jetzt das eigentliche Nicken. Und Jaw and Roll haben wir noch nicht, also 0F, 0F. So. Dieses Rollen soll dann stattfinden, wenn ich fertig bin mit meinem Control Update. So. Wann wird dieses Control Update aufgerufen? Das wird zyklisch ausgerufen, und zwar automatisch. Einfach deswegen, weil ich hier in my plane diesen Control hier reingehängt habe. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob das vielleicht sogar schon funktioniert. Wir starten das Ganze, warten, bis der Flieger kommt. Und wir sehen, ich kann jetzt mit I das Ding nach oben kippen und mit K nach unten kippen. Und wie wir sehen, ist es keine schnelle und harte, abrupte Bewegung, sondern er fängt an, langsam sich zu drehen und dann entsprechend schneller. Jetzt sehe ich aber, dass dieses Rückstellmoment relativ langsam ist. Das heißt, ich würde erwarten, dass er sehr viel schneller in den Ruhezustand kommt. Ergo muss ich jetzt in mein Plane Behavior gehen und sagen, meine Reset Speed soll jetzt meinetwegen 2 sein. Continue. Und schauen wir uns das an. Jetzt sehen wir, jetzt bremst er sehr viel schneller ab. Das ist doch ganz okay. So, nochmal Escape. Und jetzt könnte ich beispielsweise auch dieses Keyboard Pitch ein bisschen langsamer machen. 0,8F. Continue. Ja, viel hat sich da nicht geändert. Nochmal auf Escape. Pitch Delta Keyboard, gehen wir auf 0,4. So, ein bisschen besser. Und diesen Increase Speed, den setzen wir jetzt auch mal auf 0,8. Und schauen uns das nochmal an. Der ist zu schnell, der ist schneller geworden, also, ach, 0, jetzt. So, jetzt sieht das besser aus. Die Geschwindigkeit passt mir besser, das heißt, in dieser Geschwindigkeit kann ich jetzt das Flugzeug rauf und runter nicken. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist im Plane Basic Control, wir haben ein paar neue Variablen angelegt. Plane Position, schauen wir nochmal kurz, Clone for Spatial, Plane Position, das haben wir in Set Spatial, okay, wunderbar, das braucht man nicht, Plane on Ground, den müssen wir setzen, das heißt, wo sind wir hier, Control, den setzen wir rüber, dann Speed in Z packen wir noch in den Clone rein. Control Speed in Z ist gleich Speed in Z. Dann, was brauchen wir noch? Pitch Value. Hoppla. Und dann Do Pitch Up. Und Control Down. So, jetzt haben wir das auch in unserer Clone-Methode drin. Und ja, das war es im Wesentlichen.
Ich werde jetzt Folgendes tun. Also wir haben jetzt hier gesehen, wie dieses Pitch funktioniert, genauso wie halt auch Roll und Jaw funktionieren. Das ist exakt das gleiche Verhalten. Wir werden quasi im Plain Behavior für überall, wo hier Pitch steht, auch einen Wert für Jaw und für Roll einbauen. Wir werden hier in halt in der Main-Methode hier für die beiden Roll Events und die Jaw Events auch den Aufruf des Basic Controls durchführen. Und hier werden wir uns jetzt auch Methoden schaffen für Jaw Plane Axis Roll. Halt, wo sind wir? Roll. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ne, passt schon. Roll hier für Pitch Plane. Vielleicht ist Roll Plane Axis nicht der sinnvollste Name. Machen wir mal Turn. Turn Plane Axis, das gefällt mir besser. So. Also Turn Plane Axis hier. Das heißt, wir werden hier neben dem Pitch Value auch den Roll und den Jaw Value einbauen. Und die werden dann diese beiden 0F-Werte ersetzen. Und dann brauchen wir natürlich noch Set Roll Up, Set Roll Left. Set Roll Right, Set Jaw Left und Set Jaw Right und hier noch Pitch Plane, Roll Plane und Jaw Plane. Das heißt, dass wir hier alle drei Raumachsen dann auch abgedeckt haben. Und wenn wir das haben, dann werden wir hier in unserem kleinen Flieger hier das Ganze auch in die anderen Achsen drehen können und nicht nur dieses Nicken realisieren. Sobald ich das dann habe, werde ich diesen Code auch auf WordPress einstellen. Ich glaube, das macht es keinen Sinn, diese Codierung auch noch als Video zu dokumentieren. Das müsste eigentlich jeder selber hinkriegen. Das nächste Video wird sich dann um die Kamera kümmern, weil momentan steht die Kamera ja ziemlich dämlich hier im Raum rum und ist nur sehr schwer zu bewegen. Krieg es zwar hier mit dem Pfeiltasten so ein bisschen hin und den anderen Tasten, aber das möchte ich jetzt ändern. Wir wollen sozusagen unsere eigene Kamerasteuerung bauen und mit dieser eigenen Kamerasteuerung werden wir dann in einem weiteren Video sehen, wie wir die Kamera direkt auf das Flugzeug draufsetzen können. Das wird aber erst in den nächsten Videos der Fall sein und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.